Was ist die EWD? Wie hängt sie mit dem Schwerpunkt zusammen? Und warum sollte man in dem Zusammenhang auch schon mal was von dem Neutralpunkt gehört haben? Das alles in dem Video. Viel Spaß! Ja, wer kennt sie nicht? Die Diskussionen rund ums Thema EWD, egal ob auf dem Flugplatz oder in den Internetforen, überall wird es immer wieder rauf und runter diskutiert. Und da dachte ich, ich mache mal ein Video, wo ich nur die EWD erkläre. Und dann kommt man aber schnell zu dem Punkt, dass man merkt, die EWD erklären, ohne sich den Schwerpunkt anzugucken, macht überhaupt keinen Sinn. Also EWD und Schwerpunkt. Und wenn man sich den Schwerpunkt anguckt, dann sollte man auch zumindest den Neutralpunkt mal gehört haben und wissen, was das ist. Deswegen versuche ich in dem Video, das alles mal möglichst anschaulich zusammenzufassen. Das wird hier keine wissenschaftliche Abhandlung. Es geht nur darum, einmal die Grundlagen zu verstehen. Ja, und da ich ja nun auch kein ausgewiesener Experte bin, habe ich mir im Vorfeld ein bisschen Hilfe besorgt. Der Werner Fehn von CRG oder Composite RC Gliders hat sich die Zeit genommen und hat mir noch einiges erklärt. Vielen Dank dafür. Und natürlich trinke ich deswegen meinen Kaffee heute auch aus einer ganz speziellen Tasse. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los, switchen um auf den Laptop. Da kann ich euch das alles am besten zeigen. Also, jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal so ein Tragflächenprofil von der Seite gesehen. Dies hier ist nicht zum Nachbauen geeignet, das ist einfach nur ein von mir schnell hingezeichnetes Profil für dieses Video. In dieses Profil zeichnen wir uns jetzt als allererstes mal eine Profilsehne ein. Das ist quasi eine gedachte Linie von der Nasenleiste, also von der Vorderkante hier vorne, von der Tragfläche bis zur Hinterkante. Das ist gleich wichtig, denn das Gleiche machen wir auch fürs Höhenleitwerk. Das Höhenleitwerk ist ja auch nichts anderes als ein Profil und auch da können wir wieder so eine Profilsehne einzeichnen. So, jetzt sehen wir hier, dass diese beiden Sehnen ja im gleichen Winkel zueinander stehen. Es macht jetzt auch nichts, wir könnten das Höhenleitwerk auch anders anordnen. Wir könnten das jetzt hier oben einzeichnen, ja? Also dann hätten wir ein T-Leitwerk zum Beispiel. Hauptsache, diese Profilsehne liegt jetzt in diesem Fall horizontal und diese hier liegt auch komplett horizontal. Damit hätten wir eine Einstellwinkeldifferenz von 0 Grad. Ja, also die Winkel der beiden Profile sind gleich. Dann könnten wir uns das Ganze nochmal so einzeichnen und einen Winkel einbauen. In dem Fall habe ich jetzt das Höhenleitwerk verändert und die Tragfläche gleich gelassen. Es würde aber auch gehen, wenn wir es genau andersrum machen. Wir könnten auch die Tragfläche natürlich anders anstellen oder einstellen und das Höhenleitwerk so lassen. In dem Fall hätten wir jetzt hier eine negative EWD uns eingebaut und andersrum, ihr werdet es euch gedacht haben, eine positive EWD. Wichtig in dem Zusammenhang ist schon mal zu wissen, das wird nachher noch wichtig, dass wir mit einer Änderung der EWD, also wenn wir uns hier so einen Winkel einbauen, auch immer den Anstellwinkel ändern, mit dem das Flugzeug später durch die Luft fliegt. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so dahingestellt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und jetzt habe ich hier in der nächsten Folie quasi mal ganz provokant die beiden oberen Fälle durchgestrichen, also EWD 0 und eine negative EWD. Da wird der ein oder andere Experte jetzt aufschreien und sagen, oh, das gibt es aber doch, aber wir konzentrieren uns jetzt hier mal auf die positive EWD, denn alles andere sind wirklich seltene Ausnahmefälle. EWD 0 vielleicht noch bei Kunstflugmaschinen oder so, also negative EWD, das ist schon wirklich, also diese beiden Fälle sind einfach sehr, sehr selten und 98% unserer Modelle werden vermutlich mit einer positiven EWD unterwegs sein. Also vielleicht für den einen oder anderen, der sich mit dem Thema jetzt wirklich zum ersten Mal beschäftigt, noch gut zu wissen, so ein Winkel hier zeichne ich natürlich nur ein, um euch das besser oder ja, besser veranschaulichen zu können. In der Regel sind das eher Winkel so zwischen 0,5 und 5 Grad vielleicht. Das sind schon so die, also 5 Grad ist schon wirklich viel EWD. Also bitte nicht auf die Idee kommen, jetzt in den Keller zu rennen und euch hier so einen 30 Grad Winkel einzubauen. Das dient nur der Veranschaulichung. Gut, also wir wissen jetzt schon mal, was die Einstellwinkeldifferenz überhaupt grundsätzlich erstmal ist. Das lassen wir jetzt erstmal einmal so stehen und gucken uns jetzt mal den Schwerpunkt an, beziehungsweise auch den Neutralpunkt. Denn wenn wir das dann verstanden haben, was es damit auf sich hat, dann kann man das nachher gleich zusammenführen quasi und verstehen, wie das beides zusammenhängt. Denn darum geht es letzten Endes. Also, kommen wir erstmal zum Neutralpunkt.
Da das jetzt hier, wie ich ja sagte, eingangs keine wissenschaftliche Abhandlung werden soll, nehmen wir jetzt einfach mal hin, dass dieser Neutralpunkt, dass es den gibt und dass der quasi konstruktiv vorgegeben wurde. Ja, der hängt einfach konstruktiv mit dem Profil zusammen, der ist da, der wurde einkonstruiert an einer bestimmten Stelle des Profils. Bei einem stinknormalen Rechteckflügel ohne Pfeilung, irgendwie wird das so zwischen 25 und 30 Grad, 30% der Profiltiefe liegen. Aber wie gesagt, der ist fest, den können wir nicht ändern, der ist da und den nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Was wir natürlich aber ändern können, ist unser Schwerpunkt. Das kennen wir alle. Wir packen vorne Blei ins Modell, wandert der Schwerpunkt weiter nach vorne, dann nehmen wir Blei raus, wandert er wieder nach hinten oder wir verschieben das Blei nach hinten, wie auch immer. Also den können wir beeinflussen. Und der Schwerpunkt ist jetzt entscheidend für die Flugeigenschaften des Modells. Damit stellen wir quasi ein, wie stabil das Modell fliegt. Und wenn ich in diesem Video von Stabilität rede, dann meine ich immer die Längsstabilität. Das ist die Stabilität um die Querachse. Was heißt das nun wieder? Ganz einfach, wenn die Schnauze des Flugzeuges nach oben oder unten abgelenkt wird, durch Thermik, durch Wind oder durch eigenen Ruderausschlag hinten, Höhen- oder Tiefenruder, dann beschreibt die Längsstabilität quasi das Vermögen, wie gut sich das Flugzeug danach wieder von alleine in eine stabile Lage einpendelt. Es gibt jetzt quasi grundsätzlich erstmal drei Arten, wie wir ihn einstellen können. Wir könnten den Schwerpunkt hinter den Neutralpunkt legen. Das ist allerdings nicht zu raten, denn dann wird das Flugzeug instabil. Also das sollten wir auf keinen Fall tun. Dann könnten wir den Schwerpunkt direkt an die Stelle legen, wo auch der Neutralpunkt ist. Auch das ist nicht wirklich zu empfehlen, weil dann gibt es einen sogenannten indifferenten Zustand. Auch der sollte vermieden werden oder muss eigentlich vermieden werden, weil auch da das Flugzeug quasi nicht beherrschbar ist. Und ihr werdet es euch gedacht haben, die dritte Möglichkeit besteht darin, den Schwerpunkt vor den Neutralpunkt zu legen. Und dann haben wir ein stabiles Flugverhalten. Und es ist tatsächlich so, wie stabil dieses Flugverhalten nun ist, hängt maßgeblich davon ab, wie weit wir den Schwerpunkt vor den Neutralpunkt legen. Ja? Wir reden in dem Fall auch vom Stabilitätsmaß. Ja, also wenn wir ihn weiter nach vorne legen, wird das Stabilitätsmaß höher und das Flugzeug wird insgesamt eigenstabiler, aber auch weniger agil. Das kann man einfach auch mal so hinnehmen. Wenn ich den Schwerpunkt jetzt weiter zurücklege, dann ja, wird das Stabilitätsmaß halt niedriger. Das Flugzeug wird nicht mehr ganz so eigenstabil fliegen, dafür aber agiler. Ist also eher was für schon erfahrenere Piloten. Aber Vorsicht, wie gesagt, nicht zu weit nach hinten legen. Da handeln wir uns einige Probleme ein, bis hin dazu, dass das Flugzeug nicht mehr zu kontrollieren ist. Also, wir halten fest, wir brauchen einen Schwerpunkt, der vor dem Neutralpunkt liegt. Und wenn wir ein Flugzeug kaufen, wird uns hoffentlich der Hersteller eine Angabe zum Schwerpunkt machen, an einer Stelle, an dem das Flugzeug erstmal für den Erstflug sicher zu fliegen ist, auch für nicht ganz so erfahrene Piloten. Ja. Und ja, was macht der Schwerpunkt jetzt vor dem Neutralpunkt? Er sorgt quasi für ein Drehmoment und damit auch für Kopflastigkeit. Jeder kennt das, der schon mal mit dem Schwerpunkt rumexperimentiert hat. Wenn wir mehr Gewicht vorne reinpacken oder das vorhandene Gewicht weiter nach vorne schieben, dann wird das Flugzeug kopflastig. Oder immer kopflastiger, je weiter irgendwie nach vorne schieben. Und wie wirken wir jetzt dieser Kopflastigkeit entgegen? Ja, wir werfen das Modell weg, merken, oh, zu viel Blei vorne drin, wir ziehen am Höhenruder. Oder programmieren uns dann schon einen permanenten Höhenruderausschlag in Form einer Trimmung ein. So, und jetzt wird es endlich spannend. Jetzt kommt nämlich die EWD ins Spiel. Die sorgt jetzt quasi dafür, einen Ausgleich zu schaffen gegen diese Kopflastigkeit, quasi gegen dieses Nickmoment, was entsteht. Ja, also wir haben vorne einen Schwerpunkt, der vor dem Neutralpunkt liegt und dafür sorgt, dass das Flugzeug stabil in der Luft liegt. Der Schwerpunkt sorgt aber auch dafür, dass das Flugzeug kopflastig wird und deswegen stellen wir uns hinten eine positive EWD ein
damit das Höhenleitwerk quasi dagegen wirkt und sich die Kräfte dann am Ende wieder ausgleichen. Somit fliegt das Flugzeug dann geradeaus in der Luft und möchte nicht permanent mit der Schnauze nach unten. Ich habe irgendwann in einem Magazinartikel, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welchem Artikel und in welchem Magazin es war, ehrlich gesagt, aber mal gelesen, dass der Schwerpunkt letztlich für die Flugeigenschaften da ist und die EWD letzten Endes eine Trimmmöglichkeit ist. Und ich finde, so kann man sich das eigentlich auch wirklich schön merken, denn genau so ist es. Wir hatten ja gesagt, mit dem Schwerpunkt stellen wir ein, ob das Flugzeug stabil fliegt und wie stabil. Das müssen wir auf jeden Fall tun. Und mit der EWD hinten trimmen wir dann quasi das Flugzeug wieder gerade, wenn man es mal ganz einfach ausdrücken möchte. So, jetzt könnte man eher auf die Idee kommen, Mensch, super, ich hätte gern ein mega stabil fliegendes Flugzeug, also packe ich den Schwerpunkt so richtig weit nach vorne. Ja. Das ist grundsätzlich erstmal auch richtig, hat allerdings auch einen Haken. Denn wenn wir den Schwerpunkt beliebig weit nach vorne setzen, dann müssen wir natürlich hinten auch unsere EWD beliebig weit erhöhen, um dem Drehmoment, das ja dann größer wird, entgegenzuwirken. Und da kann man sich schon dann irgendwann vorstellen, dass das viele negative Eigenschaften hat, auch da bis hin dazu, dass das Flugzeug nicht mehr fliegt, weil wir hatten ganz am Anfang irgendwann mal gesagt, wenn wir die EWD verstellen, verstellen wir auch den Anstellwinkel, mit dem das Flugzeug durch die Luft fliegt. Und den können wir natürlich nicht beliebig erhöhen, denn dann gibt es irgendwann auch mal einen Strömungsabriss. Das wäre so der Worst Case. Und auch wenn wir keinen Strömungsabriss bekommen, ist es trotzdem nicht gut, den einfach beliebig weit nach vorne zu packen, weil wenn wir die EWD positiver machen und den Winkel immer verstärken, dann handeln wir uns damit auch Widerstände ein. Also die Flugleistung wird damit definitiv sinken. Also das wollen wir natürlich auch nicht. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Anstellwinkel wird irgendwann zu groß, Gefahr von Strömungsabriss. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also da müssen wir aufpassen. Da gibt es einfach Grenzen. Und wir müssen halt diese Grenzen dann ja so ein bisschen ausloten, aber es, wie gesagt, nicht übertreiben. Weil es führt in beiden Fällen, kann es zu einem unkontrollierten Flug führen. Egal, also nach hinten, wenn wir den Schwerpunkt hinter den Neutralpunkt setzen, wird es auf jeden Fall zur Instabilität führen und vorne auch irgendwann, weil wir halt dann irgendwann die EWD gar nicht mehr so positiv einstellen können und auch das Höhenruder dann irgendwann gar nicht mehr wirkt. Also von daher ist da ein vernünftiger Kompromiss erforderlich. Also jetzt wird vielleicht auch klar dann dem einen oder anderen, warum wir eigentlich immer mit einer positiven EWD fliegen. Ja? Und nochmal, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber von denen reden wir jetzt hier nicht. Also wir reden jetzt von dem normalen Fall, da fliegen wir mit einer positiven EWD, die uns das Nickmoment vorne ausgleicht. Wenn wir jetzt uns eine negative EWD einbauen würden und wir würden ja quasi hier das Höhenleitwerk jetzt nach unten anstellen oder einstellen, dann würden wir das Nickmoment einfach noch verstärken. Und dann würde das auch so stark werden, dass wir mit unserem Höhenruder hier hinten, mit dieser kleinen Fläche des Höhenruders, da dann auch nicht mehr gegensteuern könnten. Also die Wirkung wäre dann irgendwann viel zu groß, also dieses Moment wäre viel zu groß, das könnten wir nicht mehr ausgleichen mit dem Höhenruder. Und von daher sollten wir das tatsächlich tunlichst vermeiden. So, und zum Schluss nochmal der Hinweis, ich habe ja jetzt immer hier hinten mit dem Höhenleitwerk rumgespielt, habe das hier jetzt positiv eingestellt oder mal negativ und immer vom Höhenleitwerk gesprochen, aber ich hatte es kurz auch schon erwähnt, glaube ich, vorhin, wir könnten natürlich genauso gut die Tragfläche einstellen. Ja, ich könnte das Höhenleitwerk auch lassen, wie es ist und stelle die Tragfläche in einen anderen Winkel. Wie gesagt, es geht nur um die Differenz zwischen den beiden. Ja, die Tragfläche in einen anderen Winkel einzustellen, wenn ich die EWD verändern will, hat auch gewisse Vorteile. Allerdings denke ich, in der Praxis werden wir eher das Höhenleitwerk hinten verstellen, weil aber beim gekauften Flugzeug vor allem, dass er einfach ja, viel leichter ist zu machen. Ja? Also wenn wir ein Flugzeug selber bauen, von vornherein aufbauen, dann kann man natürlich auch die Tragfläche noch entsprechend anpassen. Aber wie gesagt, bei gekauften Flugzeugen machen wir das wohl eher übers Höhenleitwerk und deswegen habe ich mir das hier rausgesucht. Aber am Ende des Tages ist der Effekt der gleiche. So, was heißt das jetzt aber ganz konkret für uns in der Praxis?
Eigentlich ganz einfach. Ich mache das mal anhand eines Beispieles. Und zwar stellen wir fest, wir haben jetzt vielleicht ein gebrauchtes Modell gekauft oder so, nehmen einfach die Einstellung von unserem Vorbesitzer und stellen fest, oh nee, das ist mir zu agil. Das Flugzeug liegt irgendwie, ich muss ständig korrigieren. Dann werden wir ja, wie wir eben gelernt haben, ein höheres Stabilitätsmaß haben wollen. Das heißt, wir legen den Schwerpunkt weiter nach vorne, sukzessive, immer also schön langsam, ne? Also eher millimeterweise und gucken immer, werfen es immer raus und gucken, was passiert, ne? Und irgendwann werden wir ja einen Punkt erreicht haben, da ist das Stabilitätsmaß so groß, dass es für uns gut ist. Das Modell fliegt dann mehr oder weniger von alleine. So, und wenn wir den Punkt erreicht haben, werden wir aber auch feststellen, dass wir hinten plötzlich Höhenruder trimmen mussten. Na, hatten wir ja vorhin quasi schon gesehen, ja, also das Drehmoment, wenn wir den Schwerpunkt weiter nach vorne legen, das Drehmoment hier wird größer und wir müssen hinten ausgleichen, damit das Flugzeug am Ende wieder gerade fliegt. Und das machen wir mit der Trimmung erstmal. Und wenn wir dann soweit sind und haben das Flugzeug schick am Fliegen, dann könnten wir jetzt sagen, okay, alles gut, schick, dann könnte ich die nächsten 10 Jahre fliegen. Oder wenn wir aber sagen, okay, ich möchte aber alles aus meinem Flugzeug rausholen, dann möchte ich diese Trimmung hinten weg haben. Ich möchte eigentlich, dass das Höhenruder neutral steht. Das hat auch den Vorteil, dass es dann wieder natürlich den vollen Ausschlag nach oben hat. Später hat es ja nicht, quasi wenn ich es schon von vornherein irgendwie so 10 Grad nach oben stellen muss, jetzt übertrieben gesagt, dann wird der Ausschlag natürlich auch kleiner. Also würde ich jetzt die EWD verändern, und würde so lange sukzessive hinten unters Heck, hätte ich beinahe gesagt, also unter die Hinterkante des Höhenleitwerkes, so lange was drunter legen, also wirklich millimeterweise, wirklich ganz vorsichtig damit umgehen, immer millimeterweise ausprobieren. Da reicht so ein Klebeband oder so, was man sich da erstmal zum Testen drunter klebt. Also immer weiter erhöhen und dann werdet ihr feststellen, okay, die Trimmung kann entsprechend immer weiter niedriger gewählt werden, also weniger Trimmung, bis dann irgendwann das Flugzeug durch den Schwerpunkt schön stabil fliegt und ihr hinten keine Trimmung am Höhenruder mehr braucht. So, und wenn euch das jetzt nicht tief genug gegangen ist oder wenn ihr meint, okay, jetzt würde ich das Ganze gerne noch ein bisschen vertiefen, dieses Wissen, dann verlinke ich euch unten einmal ein Video von Werner Fehn von CRG, den ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Der hat mal einen Vortrag gehalten über das ganze Thema EWD, Schwerpunkt, Neutralpunkt, der einfach noch ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht. Also da gerne mal reingucken. Ansonsten werde ich dann demnächst noch ein Video hier hochladen, wo ich zeige, wie man die EWD misst. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, genauere und auch ungenauere. Und auch zum Thema Schwerpunktmessen werde ich dann darauf eingehen. Aber ich würde sagen, bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Fliegen und tschüss.